Liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium des heutigen Tages ist erschreckend, aufrüttelnd, erschütternd. Und wir müssen uns fragen, tun wir das, was Jesus uns sagt? Sehen wir Jesus wirklich in unseren Mitmenschen, in unseren Brüdern und Schwestern, ja in dem, der neben mir sitzt, hier in der Kirche, in den Notleidenden, in den Armen und Kranken, in denen die Hilfe brauchen? Ja, erkennen wir Jesus in diesen Menschen und erweisen wir ihm diese Liebe, die er von uns erwartet? Erweisen wir einander dieses Erbarmen, diese Hilfe? Daran entscheidet sich Heil und Unheil. Ja, daran entscheidet sich letztlich Leben und Tod, die himmlische Herrlichkeit oder die ewige Verdammnis. Jesus hat sich eins gemacht mit allen Menschen. Er ist ganz Mensch geworden, in allem uns gleich außer der Sünde, so heißt es in der Heiligen Schrift. In ihm ist uns Gott nahe gekommen, ist Gott mitten unter uns. Er wohnt in uns durch die Taufe, ja dieser eine dreifaltige Gott. Er ist in uns, er sagt ja selbst, die mich lieben, die an meinem Wort festhalten, die werden auch von mir geliebt und wir werden zu ihnen kommen, ja zu diesen Menschen kommen und bei ihnen wohnen. Ja, in Jesus offenbart sich der Vater im Himmel wirklich als der gute Hirte, wie wir heute in der Lesung gehört haben. Er geht seinen Schafen nach, ja, seinen Kindern, den Menschen, den Armen, den Bedrückten. Er gibt ihnen das, was sie brauchen für ihr Leben. Ja, Gott selber kümmert sich um uns. Er sorgt für uns. In seinem Sohn Jesus offenbart der Vater seine Liebe zu uns, seinen Heilswillen, seinen Heilsplan. Ja, Jesus, er ist das Bild des guten Hirten, das in der Heiligen Schrift immer wieder verwendet wird. Gott als der gute Hirte, der für seine Herde, ja für alle Menschen sorgt, nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für uns, für alle, die glauben, für alle, die das Gute wollen, die Wahrheit und Gerechtigkeit suchen, die Liebe, die den Frieden ersehnen. Ja, die gerettet sind, so heißt es im Evangelium, die stehen auf der rechten Seite. Kommt alle zu mir. Ja, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Schaffung der Welt für euch bestimmt ist, so sagt der Herr im Evangelium. Ja, diese rechte Seite, sie erinnert auch an diesen wahren, lebendigen Tempel, der Jesus selber ist, der geöffnet worden ist am Kreuz. Aus seiner rechten Seite fließen Blut und Wasser, die Quellen des Heils, der Erlösung, des neuen Lebens. Ja, Jesus ist dieser neue Adam, der Erstgeborene, der Toten, der Erste der Entschlafenen. Er ist sozusagen der Vater der neuen Menschheit. Durch ihn haben auch wir neues Leben empfangen, Auferstehung, Rettung und Erlösung. Ja, aus seinem durchbohrten Herzen, aus seiner geöffneten Seite, aus diesem lebendigen Tempel, der sich aufgetan hat da oben am Kreuz, fließen für uns die Quellen des Heils, der Erlösung, der Vergebung, der Heilung. Denn durch Jesus empfangen wir die Vergebung unserer Sünden,
wenn wir vertrauensvoll zu ihm kommen. Er ist Heil und Rettung für uns. Und Jesus ist der König der ewigen Herrlichkeit, der König der Könige. Er ist nicht nur Retter, sondern auch Richter. Aber wenn wir auf seine Barmherzigkeit vertrauen, haben wir Zuversicht. Ja, wenn wir uns zu ihm flüchten, zu diesem geöffneten Herzen Gottes, aus dem die Quellen des Heils, des neuen Lebens fließen, und wenn wir demütig unsere Schuld bekennen, um Vergebung bitten, empfangen wir schon jetzt dieses neue Leben, diesen Geist Gottes. Dann haben wir diese Kraft, diesen Willen des Vaters im Himmel zu tun, recht zu handeln, ja, an dieser rechten Seite zu stehen. Ja, der Geist Gottes, er erfüllt uns, er stärkt uns, dass wir unseren Egoismus überwinden, unsere Ich-Sucht, dass wir nicht der Habgier, dem Geiz, dem Neid verfallen, der Rücksichtslosigkeit, dem Götzendienst, dem Materialismus, sondern dass wir diese Kraft haben, das, was Gott uns geschenkt hat, miteinander zu teilen. Gerade jene, die viel besitzen, die Reichtümer haben, haben sie von Gott nicht nur für sich selber empfangen, sondern damit sie den Notleidenden, den Armen zur Hilfe kommen. Damit sie Jesus, ja diesen Bettler der Liebe, erkennen in ihren Mitmenschen und diese Barmherzigkeit tun, die Gott von uns erwartet. Ja, dass wir dieses Erbarmen, diese Liebe Gottes nachahmen, die uns sichtbar geworden ist in Jesus. Jesus gibt alles für uns hin, alle Gaben, ja sein göttliches und menschliches Leben, damit wir neues Leben haben, damit wir schon hier und jetzt auferstehen, damit dieses Reich Gottes schon hier und jetzt beginnt, dieses Reich des Herrn, damit er unser wahrer König ist, der König unseres Lebens, damit er in uns und durch uns herrscht mit seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seinem Frieden. Ja, er, der Herr, ist schon bei uns, in unserer Mitte. Sein Königreich ist schon in uns. Das Reich Gottes, es ist schon in uns und in unserer Kirche angebrochen. Es ist schon mitten in der Welt. Und der Herr, er schenkt nicht nur Vergebung der Schuld, nicht nur Rettung, sondern auch Auferstehung und neues Leben. Ja, er schenkt Neuschöpfung. Er möchte uns zu einer neuen Schöpfung machen durch seinen Geist der Liebe. Ja, durch seine Gnade, durch seine Gegenwart in uns. So können auch wir ein Segen sein für unsere Familien, für die Kirche, für die ganze Welt. Zeugen seiner königlichen Macht und Herrlichkeit. Amen.